Vermutlich. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Ich habe noch interessante Herausforderungen, ne? Und nochmal zeigen, wie man meditiert, bitte. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Okay, das Fixieren haben wir ja. Fixiere den Horizont. Der Rahmen ist schäbig. Aber ich mag das Motiv. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut. Ach. So. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Bisschen Drogentrip hier gerade, ne? So ein bisschen. Okay, das müsste ja jetzt reichen. Damit wir hier schön mal das fixieren Bein können. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Ich bin ein was? Steht hier hinten irgendwas, was man... Moment. Moment. Ist das egal, was ich jetzt sage? Ich sag mal egal, irgendwas. Mumeo! Ich bin ein Mumeo! Yeah, ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mumeo. Vielleicht war das doch nicht richtig. Okay, also doch nicht. Ach, jetzt sind... Waren die schon immer da, die? Bein hinterm Kopf. Check. Horizont. So, dann meditier mal, Rufus. Voll der Drogentrip. Ich bin ein... Ist das jetzt... Macht das jetzt irgendwie einen Sinn? Was hier steht? Moment. Hier stehen aber auch keine Worte an sich, ne? Ich probier mal das. Mumpy! Und nun? Ach, das hat funktioniert. Super. Was auch immer ein Mumpy ist. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge zum Gang holen. Auf geht's! Toller Jahrgang! Oh Gott. Der Arme. Jetzt aber. Und... Überhaupt nicht nervig oder so. Oh Gott, die Arme. Huch, Entschuldigung. Mikro geschlagen. So, dann haben wir das. Dann können wir die Goalie ja mal noch
zumindest in den komischen Bauernhof da transportieren. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo es jetzt genau hingeht. Nicht wundern, wenn es gerade ein paar Nebengeräusche gibt. Ich musste mein Mikrofon wieder hinrichten, dass es einigermaßen passt. Festhalten, Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. Naja. Und jetzt? Was passiert, wenn ich jetzt losfahre? Komme ich normalerweise wieder zurück, oder? Dass die Gaul da oben liegen bleibt, ist auch schon fast ein Wunder, ne? Wenn ich jetzt hier losfahre, komme ich ja, glaube ich, wieder anders zurück. Andersrum einfach, ne? Dann gehe ich mal nach hier oben. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Um Gottes Willen. Okay, wo müssen wir denn hin? Ach, da ändert sich jetzt was. Die Frage ist, wo kommen wir überhaupt rein? Ach, jetzt fahren wir einfach gerade durch. Okay, wir kommen hier rein. Das lotst uns hier durch. Huch, Entschuldigung. Moment, mein Stuhl sitzt ein bisschen blöd. Sorry, wenn ihr das erst gehört habt. Moment, wir müssen jetzt praktisch die grünen umstellen. Dann fährt der hier runter, lotst der hier rüber. Wir müssen hier ran. Die gelben müssen rein, theoretisch. P2. Dann lotst er uns hier hin. Da will ich aber gar nicht hin. Oder muss ich da hin? Ich bin mir gar nicht sicher. Bin mir gar nicht sicher, wie ich überhaupt durchkomme. Ich schau mal, was jetzt passiert. Ach, jetzt fährt er einfach nicht durch. Aber dann müssen wir die... Ne, das geht ja nicht, weil die Grünen kann ich ja nicht umsteuern. Fährt der wieder zurück. Okay, dann muss ich das anders machen. Aber wie ist die Frage? Jetzt fährt er hier rum. Dann fährt er vermutlich hier lang. Weil hier kann er ja eigentlich nicht fahren, oder? Weiß ich nicht. Oder kann ich die einfach... Wenn ich jetzt sage, der fährt jetzt hier lang. Da müsste dies... Weil diese Weiche hier nach oben steht. Das soll sie aber nicht. Die soll nach gerade zeigen. Das kann ich aber nicht machen, weil ich hier dann umdrehen müsste. Let's think. Ja. Ausnahmsweise wäre Denken vielleicht ganz angebracht. Wenn ich jetzt den hier einfach langfahren lasse... Moment, ich probiere es mal anders. Wenn ich jetzt den einfach hier langfahren lasse, dann kommt er hier wieder raus. Fährt dann hier gerade. Und fährt dann praktisch hier runter. Und hier wieder zurück. Wenn ich jetzt die roten umstelle, dann fährt der hier weiter, hier rum. Das soll er aber nicht. Deswegen kommen die roten wieder zurück. Nee, die grünen kann ich nicht umstellen. Grün und Gelb kann ich momentan nicht umstellen, wenn ich hier durchfahren soll. Das, glaube ich, ist aber der falsche Weg, wenn ich das so sehe. Jetzt fährt der hier runter. Fährt dann hier weiter. Hier nach oben und dann wieder zurück. Das soll er aber nicht, deswegen stelle ich jetzt mal die roten noch um. Jetzt fährt der hier weiter. Hier wieder runter, hier rüber. Zu P1. Jetzt fährt er dann hier rum. Hier runter. Und müsste eigentlich stimmen. Mal schauen, ob ich nur irgendwo einen Denkfehler drin habe. Vermutlich. Okay, er fährt hier lang. Das
Nein, jetzt habe ich doch einen Denkfehler drin in diesem Sinne, ja. Okay, er fährt also dann hier lang. Das soll er aber gar nicht. Aber die roten kann ich ja nicht umstellen. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Der Knopf bringt aber auch nichts. Den kann ich jetzt gar nicht mehr drücken. Ach so, Moment. Was bringen denn diese P-Punkte? Was ändert sich denn dann da? Wenn ich das jetzt auf rot... Ach, dann ändern sich die roten... Ach, wenn ich hier... Ach so. Dann schalten die um praktisch. Moment. Was war denn das für eine Weiche, die umgeschaltet... Die roten müssen umgeschaltet werden. Dann fährt der hier lang. Fährt dann hier runter. Moment. Nee, die werden ja nicht geändert. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Theoretisch. Was sagst du nun, Schätzchen? Nebbe, 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 nebbe. Oh, Rufus, du bist... Wie war? Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Ja, das war jetzt scheinbar die richtige Kombination tatsächlich. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Idioten. Jetzt scheint der Weg aber zu stimmen. Jetzt fährt er hier rum, dann ändert sich das. Und jetzt müsste er hier rumfahren. Genau, wunderbar. Oh Gott. Die Go liegt auch so unheimlich sicher da oben, ne? Oh oh. Ach du Heilige. Die Arme. Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus, Rufus. Und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Oh Gott. Ja! Schon wieder ein neues Kapitel? Okay. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Okay, und an dieser Stelle mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Ich würde sagen, man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise für euch in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus!